Moin Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Jan, und ja, wir sind ein neuer Partner gegen Mann. Jetzt denkt ihr vielleicht, hä, 4 Niederlagen, ein Spiel noch, was ist da los? Wenn ihr aufgepasst habt, ja, also ich habe das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, das ist alles schon aufgenommen, aber ich dachte mir, das erspare ich euch lieber. Ich habe da, das ist keine Schande, ja, mit Inter gegen Deutschland gespielt und 0-2 verloren gegen Deutschland. Hey, kann man mal verlieren, ja, super Team. Leider zu früh ausgeschieden. Ich habe ja echt gehofft, also sie waren echt Favorit für mich und ja, ich war schon sehr traurig, muss ich sagen, als sie dann rausgeflogen sind gegen Italien auch noch, ja. Und jetzt habe ich es halt, Inter habe ich genommen, habe ich es heimgezahlt gekriegt hier, ne. Aber naja, ich wollte, ey, wenn ich verliere, zeige ich euch das, ja, dieses, vor diesem Part, der, ja, der Part, wo ich mit City, glaube ich, gespielt hatte, ja. Da habe ich auch verloren, ja. Ich zeige euch das ja, wenn ich verliere. Bloß, das wollte ich euch echt ersparen, weil den, das bewertet, ich glaube, das bewertet ihr ja schlecht und schreibt, was ist das für ein Scheiß? Und hätte ich, nein, hätte ich vielleicht nicht gemacht, aber müsste man eigentlich machen. Ja, das ist wirklich nicht sehenswert. Deswegen denke ich mir hier, Entscheidungsspiel, ob ich denn wenigstens die Liga-Verbleib schaffe. Und ja, danach habe ich, wollte ich euch mal sagen, ja, habe ich in dem Part auch. Aber da ihr den ja nicht zu sehen bekommt, sage ich es jetzt nochmal. Und zwar werde ich das Projekt erstmal auf Eis legen, weil mir das nicht mehr so Spaß macht. Ich will lieber alle mit Team-Videos machen und ja, die kriegt ihr dann demnächst. Aber das wird das letzte Spiel sein und ich hoffe, also wenn wir das nicht schaffen sollten, denn weiß ich gar nicht, ob ich das irgendwann nochmal spiele, ey, Liga 3, boah. Vielleicht arbeite ich mich da mal hoch und irgendwann seht ihr mal, oh, guck mal hier, jetzt letztes Spiel, kommen wir jetzt in die Geiz? Ich weiß es nicht, aber vielleicht werde ich das irgendwann mal wieder aufgreifen, aber erstmal werde ich das jetzt mit diesem Spiel eigentlich beenden, ja, hier nach. Aber ich hoffe, wir schaffen es wenigstens in Liga 2 zu bleiben, ja, also. So, wir nehmen mal Porto. Ich hoffe, Hulk. Nee, lass ich mal hier. Ich hoffe, er wird uns hier zu einem Sieg schießen. Ich hoffe es doch sehr. Ne, ich packe ihn doch lieber. Ach, ich weiß es nicht. Doch, besser ist es. Ja. So, jetzt muss ein Sieg, also wenigstens, ein Sieg wäre schon schön, aber wenigstens ein Unentschieden, ja, das reicht mir auch schon. Aber wir dürfen echt bitte nicht verlieren. Also, so. Ey, das wäre echt wirklich kacke. Muss ich mal so sagen. Tor, ja! Mein Spanisch, Mexikanisch, was sich freut, ist auch wieder dabei. Und gegen PSG. Porto finde ich, auch wenn wir jetzt sagen, wie jetzt Porto, und, ich finde es mit Porto geiler als mit Inter. Oh. Ey, nein. Leute, haut rein. González. Auf Hulk. Hey. Und wir halten mich noch auf den Ball. Okay, Pereira. Was machst du? Hulk. Oh. Ich bin irgendwie im Moment FIFA-technisch nicht, immer noch nicht so gut drauf. Ich weiß nicht, was los ist. Also Mann gegen Mann, weiß ich nicht. Diego Lugano llega antes a la pelota. Ja, was denn? Also bitte. Der doch auch hier seinen Ellbogen ausgefahren hatte. Boah, da fliegt der Gute. Ah, und er gibt ihn erstmal. Headbutt hier. Oh. 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 So, ey, Leute. Nein.
Diego Lugano. Cambiando de posición, han perdido la pelota en forma absurda. Bodmer. Pierde la posesión de la pelota. Joao Moutinho. Moutinho. Das gibt's doch nicht. Motte. Un poco de lucha por el balón. Masgrove. Ey, hör auf mich zu tunneln hier, Freundchen. Oh. So, jetzt wird Zeit hier, ein bisschen mit Druck hier voranzugehen, weil... Hey, Leute. Ich sag's euch, das ist wichtig, ja? Es geht um den Ligaverbleib und ihr macht so eine Gülle wieder. Ach ja, komm. Irgendwann machst du einen Fehler, ich sag's dir. Mohamed Sissoko. Los defensivos necesitan hacer presencia. Ey, hallo, das ist Hulk. Das ist nicht Jonathan Johannes, Fritz der Fünfte oder so, das ist Hulk. Ey, was... Ey, ich... La jugó Versallesco. Keine Ahnung. Es increíble dejarla ir así. So. Jetzt hier Moutinho. Hallo, wie geht's? So, zack, Favela. Das war nicht so geplant. Diego Lugano. Wohin denn? Hulk. Hulk. Ey. Ey, was mache ich da denn? Mohamed Sissoko. Pierde la pelota. So. Okay, wieder zack auf Hulk. Schön, wieder auf Moutinho. Ey, da. Sag mal, Moutinho, was ist mit dir los? Was kannst du eigentlich? Das war ordentlich. So. Moutinho, geh mal hier. Schöne Ecke und... Ah. Schalikowski. Zack, auf Rodriguez, zack. Fernando, zack und scheiße. Hallo? Hey! Oh verdammt, ich hasse diese Situationen, aber zum Glück war der Typ hier zu dämlich, das zu machen und ich bin zu dämlich, hier den Ball rauszukriegen. Warte. So, Leute. Wieso steht denn der so kompakt, eng und was weiß ich nicht alles hier? Ja? Mohamed Sissoko. Ja, Mohamed oder was weiß ich nicht. Ach, was ist das? Ah, so. Dazu sagt er. Wie sagt der Mohamed? Ach, naja. Ja, was? Was? Ja, genau. Er hat seinen Ellbogen nämlich ausgefahren. Joao Moutinho. No creo que pueda notar desde ahí. Hallo? Also ich habe passen eigentlich nicht auf den rechten Stick gelegt, aber okay. Llegamos al final de la primera mitad y no veo cómo pueda abrirse el marcador. Aber nicht rum, Freundchen. Está muy parejo esto, a ver qué pasa. Ey, Leute,
Ich weiß gerade nicht hier, was abgeht, weil ich möchte wenigstens... Ja, okay, im Moment habe ich ja noch einen Punkt, ja. Ne. Ich sagte ne. Ey, was ist mit mir los? Ich spiele die letzten Dreckspisten. Er holt sich hier selber weg und ich hau den dann natürlich ins Aus. Ja, wo willst du hinpassen? Ja. Nee, mach mal. Excelente defensa en la reacción. Qué buena aplicación. Había conseguido la ventaja y señala finalmente. Quita la pelota al defensivo. Geh in die Mitte halt, geh in die Mitte. In die Mitte sollst du gehen. Gran oportunidad. Se ve bien. Ahí te va tu chocolatito navideño, arquero. Wollt ihr mal aufgehen, oder? Pase al pie. Buena defensiva de parte del hombre que está en el área. Ja, pass. Equivoca el pase. Ey. Ahí han perdido la posesión. Komm, Rodriguez, mach ihn. Er macht ihn nicht. Ey, Leute. Ich verzweifle ja gleich. Also. Masgul. Motte. Mohamed Sissoko. Das ist doch so lächerlich, als ob der reingeht. Ey, ich glaub es nicht. Was ist los mit mir? Nee, das war sicherlich nicht in Ordnung. Ey, es war so klar, dass er den macht. Ey, sag mal, entweder spielt er irgendwie mit einer individuellen Formation, dass er da 300 Leute reinsteckt oder 500 oder... Das kann's doch nicht sein. Enormes, brillantes, espectaculares. Hey. Man hat da 30 Leute auf dem Feld stehen. Oh mein Gott. So übertrieben schlecht kann ich doch nicht sein. Was ist denn da los? Un pase con una gran oportunidad. Peligro, el balón está libre. No es bueno. Un pase le llega a la defensa. La tiene ahora y que despeje. Ahí va el jugador en una larga carrera, exhibiendo la velocidad. Wieso denn dahin? Das ist so... Ey. Schiedsrichter, es hat sich schon längst unterbinden müssen. Mohamed Sissoko. Ey, Leute. Ja. Ich bitte euch mal ganz ehrlich. Wir wollen doch jetzt wenigstens... Ey... Está perdiendo la esférica. Luis González. Buena claridad. Ey, Leute. Ey. Ey, ich weiß nicht gerade, was ich sagen soll. Das ist so schlimm hier. João Moutinho. Ey, was ist das? Ey, das ist Hulk. Motte. Ey, hast du... Ich weiß ja nicht, ob die sehen, wie breit der Typ ist, aber den kann man nicht einfach mal eben so zur Seite schieben. Wie, weiß ich nicht. Wie
Jonathan Petersen, Fritz Hansen oder was weiß ich. Nein, halt! Halt, du bist so behindert. Servicio muy malo. Nein, wohin? Ey, das ist so ein Pisser, ne? Ey, irgendwie scheint es mir so, als hätte er ein erstes Mal... Ey, wie kann man nur so scheiße spielen? Okay, ein Tor, ja. Aber dann passe ich doch nicht zum Tor und alles. Der Junge will mich verarschen, oder? Ey, was ist das für eine Nudel? Was ist das für ein Nix-Kenner? Ey, wie kann man nur so scheiße spielen? Ey! El partido está por finalizar y el marcador está muy parejo. La intercepción justo a tiempo. Halt bitte. Es ist so lächerlich. Nicht mal das. Nicht mal. Das macht er. Was? Er pfeift jetzt ab? Das ist so lächerlich. Mensch, EA, ey, ihr habt, hoffentlich habt ihr euch hier richtig. Ihr hättet, glaube ich, 5 Jahre müsstet ihr eigentlich doch noch verbessern, wie man das jetzt sieht. Ja, ich glaube, das ist die lächerlichste und abgefuckteste Saison, die ich hier im Mann gegen Mann gespielt habe. Und das ist, glaube ich, hat es wieder getoppt. Jetzt ist wirklich das Schlimmste und Lächerlichste. Ja, die lächerlichste Niederlage, die ich je erleiden musste. Ja, es ist lächerlich. Eigentlich darf ich euch das auch nicht zeigen, aber jetzt ist es einfach zum Abschluss. Ja, Leute, ich bin abgestiegen. Komm, wir feiern eine Party. Woo. Ja, also ich spiele den Modus jetzt bestimmt nicht mehr, weil, weiß ja nicht. Ich habe eh keinen Bock auf diesen scheiß Modus, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass meine alle Team-Videos besser werden hier, sonst... Sonst drehe ich durch hier. Ich weiß gerade nicht, was los ist. Ey, Liga 3, was soll das? Jetzt bin ich in Noob-Liga. Jetzt kann ich hier, eigentlich jetzt müsste ich da durchrushen, oder? Eigentlich? Liga 3 müsste ich ja alles gewinnen, weil ich meine, bisschen kann ich ja eigentlich schon, aber anscheinend ja doch nicht. Ich weiß es nicht. Tja, Leute. Damit ist dieses verkorkste Projekt endlich zu Ende, ja. Mit einem Abstieg, ja. Wir wollten eigentlich Liga 1 erreichen und sind abgestiegen ist, hätte ich mir niemals denken lassen, ja, also ich habe mir das zu Träume gewagt, weil es ja natürlich schön ist, dass ich abgestiegen bin. Wieso sabbel ich hier so einen Scheiß, weil ich gerade voll perplex bin, das, ey, was geht da ab? Was war da am Ende mit Hulk los auch noch wieder? Naja, egal, scheiß drauf, scheiß auf diesen Modus, alle mit Team zocken wir demnächst und ich hoffe, ihr guckt da mal rein, auch wenn das hier die letzten Abfuckspiele und lächerliche Scheißkrack war, ja, was ihr euch eigentlich, denke ich mal, gar nicht ansehen wollt. Aber naja, ich hoffe, ihr seid trotzdem bei den Ultimate Team Videos dabei. Ich werde mich da noch mehr reinlegen ins Zeug, ja, dass ihr mal wenigstens ein bisschen FIFA seht und nicht Kacke oder wie man Let's Play Kacke, ja, bitteschön. Ja, ich, keine Ahnung, egal. Bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Jan, peace.